Gefühl. Jetzt sind noch ein paar kurze Eindrücke von unserem Trauermarsch. Was ich vor uns vergessen habe, ich wünsche noch mal allen ein gesundes neues Jahr und alles Gute im Jahr 2018. Und wie gesagt, Dresden, jetzt sind wir auf der Braucher Straße, Trauermarsch gegen diese Messerstecherei im Hauptbahnhof und in Kandel der Tod von der Mia. Ja. Was ich noch loswerden wollte, gerade in Kandel, die Aktion mit der Mia. Es kann nicht sein, dass dort Bürgermeister und Kommunen Leute verkuppeln, die 15 Jahre sind, also minderjährige Leute verkuppeln und dann Leute, Leute verkuppeln, die auf jeden Fall über 20 Jahre alt sind und die das ausnutzen. Und wie gesagt, Mia musste dies mit dem Leben bezahlen. Traurig. Normalerweise bei dieser Kundgebung in Dresden sollte eigentlich alle Eltern, die Kinder haben, im Umkreis von mindestens 200 Kilometer hier sein. Und nichts anderes. Das wäre eine Aussage. Aber ich reg mich schon viel zu sehr wieder auf. Traurig. Wie gesagt, jetzt nochmal. Wir sind ungefähr im Mittelfeld des Dauerzuges. Ja, was ich noch loswerden wollte, ich bin in Facebook gesperrt mit meinem richtigen Namen, Bernd Arnold, und zwar 30 Tage, der Vorwand. Ich habe ich auch gemacht, geteilt, eine Studie über HIV bzw. AIDS-Fälle in Afrika und wie viel Prozent hier nach Europa einsickern. Und daraufhin, das habe ich auch in Gruppen geteilt, und daraufhin bin ich 30 Tage gesperrt worden. Das Fazit von der ganzen Sache, ich habe es wahrscheinlich auf den Grund gebracht, weil sonst Meinungsfreiheit hin und her, aber mit Quellenangabe wollte unsere Stasi Merkel im Prinzip nicht. Und dafür wird man mundtot gemacht. Ist eine Schande, was hier abgeht in diesem Lande. Traurig, traurig, traurig. Ja, und hier viele Leute, die gehen lieber shoppen, schmeißen ihr Geld zum Fenster raus. Da ist. Aber wie gesagt, solche wichtigen Sachen wie Trauermarsch, ja, interessiert im Endeffekt weniger. Aber vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die, die gekommen sind. So, ich mache erstmal wieder Schluss. Dann wird es noch ein Video geben bei der Abschlussveranstaltung. Tschüss, bis dann.